herzlich willkommen wieder bei mir. Ja, ich freue mich, dass ihr mir wieder zuschaut. Heute wird wieder was gebacken bei mir und zwar nach ganz, ganz altem Familienrezept und zwar ein Marzipan-Hefezopf. Und das sind die Zutaten, die wir hier brauchen und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Die Zutaten, die schreibe ich euch wieder hier rein und das Rezept, das gibt es natürlich wieder in der Infobox, na klar. So, hier habe ich jetzt warme Milch, so lauwarm habe ich die gemacht, die darf nicht zu heiß sein, sonst stirbt die Hefe ab und da gebe ich jetzt meine Hefe rein, die frische Hefe. Ich nehme ja immer meine tiefgefrorene. Das klappt immer gut und so habe ich immer welche zu Hause. So, die Hefe löse ich darin auf und Butter. Idealerweise sollte sie schon etwas weich sein und die löse ich jetzt hier auch gerade in der Milch auf. So, da habe ich jetzt ganz normales Mehl, also das 405er. Dann habe ich hier Zucker, wie gesagt, alles in der Infobox. Dann kommt dazu ein Ei und eine Prise Salz. Dann Milch-Butter-Hefemischung kommt jetzt auch. Die muss ich nicht ganz aufgelöst haben, die Butter. Das geht schon so. Hier ist noch ein Rest Hefe. Und jetzt lassen wir alles so erstmal so ein bisschen miteinander vermischen. Dann stellen wir die Maschine so ein bisschen höher. Ich habe sie so auf mittlerer Stufe jetzt stehen. Und jetzt wird der Teig schön verknetet und einige Minuten kneten lassen. Ich schätze mal so 5 bis 7 Minuten. Und dann darf der so schön mal eine Stunde wieder sich kuschelig warm machen. So, der Teig hat jetzt so ungefähr 8 Minuten geknetet und der schaut schon mal ganz gut aus. So, komm, geh aus, Maschinchen. So, jawohl. Der ist super geworden. So, ach, ich liebe Hefeteig, ne? Ich liebe, und der Duft immer, also ich mache das sehr gerne. Leute, habt keine Angst vor Hefeteig, es ist wirklich nicht schwer. Da mache ich Klarsichtfolie drüber, Momentchen, so. Und dann packe ich den schön warm ein. Der kommt bei mir unter die warme Kuscheldecke. Dann darf der eine Stunde lang schön vor sich hingehen. Und in der Zwischenzeit jetzt bereiten wir schon mal die leckere Marzipanfüllung vor. Die von Oma. So, jetzt geht's weiter mit der Füllung, mit der leckeren Marzipanfüllung. Dazu habe ich jetzt erstmal hier so einen Block Marzipan-Rohmasse. Das sind 200 Gramm. Und dann habe ich hier etwas Zucker. Ich brauche ein Ei. Ich mache immer noch Rosenwasser rein. Also wenn ihr es nicht habt, nehmt Bittermandelöl oder lasst es weg. Wir mögen es halt sehr gerne. Weil, und das hat auch tatsächlich schon meine Oma, meine Mama und ich mache es jetzt auch. Also da kam immer Rosenwasser mit rein. Was meine Oma noch gemacht hat, bin mir aber noch nicht sicher, ob wir es machen werden. Die hat immer so ein Schüsschen rum noch mit reingemacht. Also wir werden sehen, doch. Ob ich es nachher reinmache oder nicht. Ich weiß noch nicht. Schauen wir mal. Also doch. Ja, aber das ist natürlich, wenn ihr sowas gar nicht mögt, dann lasst es weg. Aber ich denke schon, wir machen ein bisschen rein. Dann habe ich hier Walnüsse. Und die habe ich so ein bisschen hier in unserem Blender, in unserem Blitzhacker gehackt. Das kommt nachher auch noch in die Füllung. Und ein Ei. Ne? Also, aber wir fangen jetzt direkt erstmal an mit dem Marzipan. Und zwar würfle ich das ganz einfach. Und ihr seht schon, ich habe hier so einen Topf und eine kleine Schüssel
Und ich mache Folgendes, das hat nämlich auch meine Oma immer gemacht und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz toller Trick, damit er sich besser verarbeiten lässt oder das Marzipan, damit das sich besser verarbeiten lässt, hat die das immer in einem Wasserbad so ein bisschen schmelzen lassen und dann verbindet sich das ganz toll nachher mit den anderen Zutaten. Also lässt sich wirklich leicht verarbeiten dann. Und das mache ich jetzt auch. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt ist das Marzipan hier schön weich. Und dazu kommt jetzt der Zucker. Und dazu kommt jetzt ein Esslöffel von dem Rosenwasser. Dann kommt dazu ein Ei und dann die Entscheidung, rum oder nicht rum. Das ist hier die Frage, ne? Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Also, wir machen rum rein. Okay. Oh, die ist ja noch verschlossen, gell? So. Aber nicht viel. Bisschen. Wie gesagt, wenn ihr es nicht macht, auch nicht schlimm, lasst es einfach weg. So, ich glaube, das reicht. Nein. Doch, 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 mehr gibt's. Nein, mehr mache ich da nicht rein. Das soll nur Aroma sein. Ich mag das nicht, wenn das so dolle nach Schnaps schmeckt. So, und das verquirle ich jetzt hier erstmal mit dem Handmixer. Erstmal so auf kleiner Stufe. Sonst fliegen einem die Brocken gleich um die Ohren. Übrigens, liebe Grüße, Angelika. Ich weiß, du backst heute auch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und sag Bescheid, wie es geworden ist. Ja, und ich verlinke euch auch mal oben mein Rezept für die American Cinnamon Rolls. Die sind nämlich auch toll lecker und ja, süß und fluffig. Probiert's mal aus. Dann gebe ich jetzt hier unsere gehackten Nüsse dazu, unsere gehackten Walnüsse. Die hebe ich jetzt hier noch schön unter. Ach, das duftet. Hammer! Das Ganze stellen wir dann einfach beiseite, bis dann der Teig ausgerollt ist. So. Der Teig ist schön aufgegangen, so wie es aussieht. Und jetzt hole ich den hier raus. Ja, der ist schön fluffig geworden. Jetzt knete ich den gerade noch mal so ein bisschen durch den Teig. Fühlt sich richtig gut an. Ganz fluffig. Und jetzt habe ich hier so ein bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche. Und der Teig, der wird jetzt zum Viereck ausgerollt. Das mache ich hier wieder mit meinem Rollholz hier, mit meinem Roll. Wie sagt man jetzt dazu? Rollholz. So, jetzt habe ich den so länglich, bisschen viereckig ausgerollt. Und jetzt kommt hier unsere Marzipanmasse drauf. Oh, letzter Rest. Und die verteile ich jetzt hier mit der Palette. So ein bisschen und lasse aber so den Rand so ein bisschen frei. Und jetzt rolle ich von der Längsseite den Teig auf. Schieb das hier so rüber. Die Enden so ein bisschen einschlagen. So, und jetzt
was wir mit der Rolle jetzt machen, die wird jetzt aufgeschnitten, der Länge nach. Und jetzt drehen wir die Rolle so, dass jetzt die Füllung nach oben schaut. Und jetzt flechten wir einfach einen Zopf. Das heißt, einfach übereinander legen. So locker übereinander legen. Und die Enden nach innen schlagen. Und jetzt haben wir unseren locker gefaltenen Zopf. Und der kommt jetzt auf ein Backblech. So, und jetzt kommt jetzt noch ein Küchentuch drüber. Und jetzt bleibt der Hefezopf nochmal eine halbe Stunde stehen. Und in der Zwischenzeit heize ich jetzt den Backofen vor auf 175 Grad Umluft. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Dann kommt er in den Backofen. Bis gleich. So, jetzt machen wir das Tuch ab. Und jetzt bestreichen wir jetzt den Marzipanzopf noch ein bisschen mit Milch. Tja, und dann freue ich mich natürlich nachher schon wieder aufs Probieren, ne? Und jetzt kommt er so für 25 bis 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen und dann schauen wir, dann holen wir ihn raus. Bis gleich. Also, der darf jetzt ins Warme. Und tschüss. So, der Zopf, der war jetzt ungefähr 27 Minuten im Backofen. Und jetzt kriegt er natürlich noch einen tollen Zuckerguss. Und dafür habe ich jetzt hier 150 Gramm Puderzucker. Und nehme da Milch, etwas Milch, das mache ich immer so nach Gefühl. Und Milch nehme ich deswegen, dann ist die Glasur weißer. Dann ist die nicht so durchsichtig. Ja, und dann gucke ich mal, ob noch ein bisschen Milch muss noch. So, dass es auch schön streichfähig ist. Klein bisschen. Ja. So ist er von der Konsistenz her gut. So, und jetzt bestreiche ich jetzt unseren tollen Marzipan-Hefezopf wie von Oma. Das ist wirklich so ein uraltes Familienrezept, so Tradition. Das gibt es bei uns oft. Vorwiegend natürlich in der Advents- und Weihnachtszeit. Ah, sieht das nicht toll aus? Ha. Da gibt es nachher einen tollen Espresso zu und ein Stück Kuchen. So, dann habe ich hier noch so ein paar Walnüsse. Die lege ich so ein bisschen als Deko drauf. Die bleiben ja jetzt auch schön kleben durch den Zuckerguss. Das müsst ihr nicht machen, aber sieht doch ganz hübsch aus. Also, jetzt lassen wir den noch ein bisschen abkühlen und dann wird probiert. Bis später. So, und er ist jetzt abgekühlt. Und ja, jetzt bin ich natürlich wieder gespannt, wie der ausschaut von innen. Jetzt schneiden wir den mal an. Der ist saftig, glaube ich. Der ist, glaube ich,
guckt mal, ist das was oder ist das was? Also, ich finde den ja richtig klasse geworden. Jetzt schneiden wir mal noch ein Stück ab. So, ne? Schneiden wir mal. Oh, der ist noch warm. Aber ich, wie immer, kann ich es ja nicht aushalten. So. Ui. Ich meine, der sieht lecker aus. Wollen wir uns so ein Stückchen abschneiden? Ja. Zum Probieren. So, one for you, one for me. Ja, den muss man halt ein bisschen auskühlen lassen noch, aber... da ist halt richtig viel... Entschuldigung, da ist halt richtig viel Füllung drin. Und... Und der ist so richtig cremig nach Marzipan innen. Und auch das Rosenwasser kommt so ein bisschen durch. Gut, der Rum eigentlich fast gar nicht, ne? Doch mehr. Hätten wir auch mehr machen können. Aber ich finde den total lecker so. Es lohnt sich total, den nachzumachen. Der schmeckt wirklich oberköstlich. Also probiert es gerne mal aus. Ne? Also schmeckt. So, mein Lieben, ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt Lust bekommen auf diesen tollen Marzipan-Hefezopf nach unserem uraltem, traditionellen Familienrezept. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachbackt und sage ganz einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Jutta. Danke.